So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel, Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie könnten von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens The Witcher 3. Ja, heute war es endlich soweit. Das große Update auf Next Gen ist hochgeladen, beziehungsweise von mir runtergeladen bereits. Es war schon sehr, sehr krass, weil das Spiel an sich, also The Witcher 3, hat ungefähr 35 GB, was man benötigt. Also laut den Angaben von Steam, die übrigens heute immer noch aktuell sind. Und das Update, was ich jetzt heute runtergeladen habe, waren über 62 GB. Also ich bin mal gespannt. Ich habe auch schon so ein bisschen Bedenken, aber gut, ich habe ja jetzt gerade erst einen neuen PC gekauft. Ich hoffe, dass damit alles funktioniert. Ich möchte nicht fortfahren, denn was ihr nicht wisst, was ich mehrfach in der Aufnahme gesagt habe, dass ich 3 oder 4 Mal die Aufnahme neu gestartet hatte und irgendwie jedes Mal, weiß ich nicht, durch andere Spiele abgelenkt worden bin und dann doch nicht mehr weiter aufgenommen hatte, dann wieder von vorne angefangen hatte, weil ich null Plan mehr hatte, wie man sich bewegt, wie man kämpft und keine Ahnung was alles. Das möchte ich jetzt verhindern. Das möchte ich diesmal nicht haben. Ich werde jetzt ein komplett neues Spiel beginnen und ich werde ja hoffentlich das ganze Spiel durchziehen. Es kommt natürlich darauf an, wie schwer das Ganze ist und ob wir das schaffen. Aber ja, ich hoffe es jetzt einfach mal. So, ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier alles bedeutet. Neues Spiel Plus könnte ich machen.
Spielst du diesen Modus einschließlich aller installierten Erweiterungen. Und mit diesem Modus beginnen musst du einen Spielstand laden, den du nach Abschluss des Hauptspiels angelegt hast. Okay, Hauptspiel habe ich nie abgeschlossen. Ich habe immer nur den Anfang gemacht. Vielleicht können wir ja mogeln und es trotzdem machen. Ich bin mir nicht sicher. Von vorne beginne ein neues Spiel von The Witcher 3. Mit allen installierten... Ach so, doch mit allen installierten Erweiterungen. Wo ist dann der Unterschied? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also gut, da muss man einmal durchgespielt haben. Aber da hat man auch alle installierten Erweiterungen. Also nehme ich das natürlich. So, es gibt 4 Schwierigkeitsgrade. Seht ihr, das ist alles schon so lange her, dass ich das noch nicht mal mehr weiß. Du möchtest die Reise durch die Welt genießen, einfach nur die Geschichte. Das Schwert und die Geschichte, du schätzt eine kleine Herausforderung. Ist also quasi Mittel. Blut, Schweiß und Tränen. Du bist ein erfahrener, anspruchsvoller Gegner. Todesmarsch. Du bist wahrhaft verrückt und stolz darauf. Das erinnert mich immer an Resident Evil. Ja, wenn man es denn schon, keine Ahnung, 4-mal durchgespielt hat und dann die Hardcore-Version freigeschaltet bekommt, dann wird man Todesmarsch in diesem Fall wählen. So, Tutorials lassen wir uns natürlich auch anzeigen. Spielstand aus The Witcher 2 simulieren. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt heißen soll. Ich sag mal nein, weil The Witcher 2 habe ich... Habe ich, glaube ich, aber habe ich nie gespielt.
Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Ja, ich glaube, dass er dann doch lieber gerne geblieben wäre, aber das kann er leider nicht. Ich habe mir nur gedacht beim Vorspann, können wir nicht einfach die Schwarzhaarige sein? Zum einen sieht die cooler aus. Nichts gegen Geralt, also, ne? Er ist auch sehr cool, aber ja, sie hat halt eben richtig geile Kräfte. Und ja, ich wäre gerne sie gewesen, ehrlich gesagt. So, willkommen beim Tutorial. Willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielemechanik vertraut. Das ist gut, weil ich habe absolut keine Ahnung mehr. Es ist so viele Jahre her, dass ich das mal aufgenommen hatte. Alle Nachrichten werden im Glossar gespeichert, in dem du ferner ausführliche Informationen zur Geschichte der Welt und zur Spielemechanik findest. Tutorial-Nachrichten kannst du im Optionsmenü deaktivieren. Das möchten wir natürlich nicht, weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, wie das hier alles ging. Ich muss allerdings jetzt ganz ehrlich sagen, so von der Grafik her hat sich jetzt noch nichts geändert bisher, meine ich. Also er sieht immer noch nicht sehr, ja, 2022-mäßig aus. Wieso darf ich mich nicht bewegen? Hallo? Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt deinen aktuellen Standort. Ja, das haben Minikarten so an sich. Unter der Minikarte findest du eine Liste von Zielen deiner aktuellen Quest. Das ist ja auch was, was man halt eben überall hat. So, im Moment ist es aber ein bisschen am Haken beim Gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt an den Einstellungen liegt. Also ich habe natürlich jetzt alles auf die höchste Einstellung nach dem Update hier gesetzt. Halte LT gedrückt, um deine Hexersinne einzusetzen. Was ist LT? Man sollte auch nicht rechts drücken, wenn links drin steht. Suche nach auffälligen Objekten. Okay, also L2. Oh, das sind auffällige Objekte. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Mhm. Unterwäsche. Ja, da hätte ich jetzt eher erwartet, dass sie schwarz hat. Aber okay. Ich schreibe mal eben L2 Hexersinne, damit ich das nicht vergesse. Weil ich hatte mir damals das Ganze auch aufgeschrieben, aber das ist, wie gesagt, schon ein paar Jährchen her. Und naja. So, schauen wir uns doch mal diesen hübschen... Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Ja, ich möchte unvernünftig sein, genau. Ich hab dich vermisst, sehr sogar. Ich dich auch. Aber wir haben jede Menge Zeit, das nachzuholen. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder... Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich.
Ja, gerade noch mal rausgeredet, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Aber warum flackert das alles so komisch? Also dafür, dass es ein Next-Gen-Update ist. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen verbuggt ist. Es ist nun mal der erste Tag, wo wir aufnehmen. Können wir noch was mit dir besprechen? Siri wartet. Ja, ist ja okay. Können wir auch irgendwie laufen? Das kann ich jetzt nicht tun. Oh. Also, L1 sind irgendwelche Zeichen. Ich kann mich da noch dran erinnern und ich weiß, dass es damals etwas viel war, das alles zu behalten. Ich schreibe mal Magie auf, damit ich noch weiß, was wo gewesen ist. So, jetzt können wir hier, das kann ich jetzt auch nicht tun. Wahrscheinlich hat das alles mit dem Kampf zu tun. Hier kann ich aber nichts mitnehmen oder so, ne? Vielleicht irgendwelche Unterlagen. Ich hätte gern ein paar Träubchen oder so, wenn ich das hier richtig sehe. Alles dürfen wir nicht, alles können wir nicht. Ich gucke aber mal eben, ob ich dieses Ruckeln rausbekomme. Ich nehme euch gleich wieder hinzu. Ich schaue mal eben, ob ich hier noch was einstellen kann. Ja, also ich weiß nicht. Ich meine, dass es ein bisschen weniger ruckelt, Scheiße. Jetzt wo ich dieses... Der Bergpass ist schön wie eh und je. Jetzt wo ich dieses V-Sync ausgemacht habe. Man sagt ja immer, um bessere Leistungen zu erzielen auf dem Rechner, sollte man das ausmachen. Wieso kann ich eigentlich hier nicht rausgehen? Ich meine, ich habe viel vergessen, auch wo der Ausgang ist, aber... Konnte man da rausgehen? Nein? Oder? Nee, da kann man nicht rein. Ich versuche auch gerade verzweifelt... Nein, ja, ich weiß. Ich versuche auch gerade verzweifelt irgendeine Taste... Ach, hier ist eine Tür. Ah, irgendeine Taste zu finden, mit der ich laufen kann. Ja, toll, Schlüssel wird benötigt. Oh, wir scheitern direkt schon im ersten Kapitel, weil wir den Schlüssel zu unserer eigenen Eingangstür nicht finden. Okay. Ach so, Moment, Hexersinne. Genau, da war doch was. Da ist was, ein Schmuckkästchen. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Gold passt so ziemlich gar keinen Tor. Gold sieht einfach nur scheiße aus in der Regel. Das ist der Umhang. Hier ist aber sonst nichts. Doch da... Wupp. Okay, das war jetzt eine kleine Spielerei. Aber ich habe die ganze Zeit die Hexensinne an und ich finde hier keinen Schlüssel. Doch da ist noch was. Flieder und Stachelbeeren, natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Entschuldigen Sie, ich wollte eigentlich nur ein... Achso, das war wieder... Aha, ich habe einen Schlüssel gefunden, jetzt wo ich das Licht ausgemacht habe. Ja, sehr schön. Warum sollte der auch nicht direkt neben der Tür liegen? Ach, sehr schön. So. Es kann nur noch einen Moment dauern, bis wir unten sind, weil, wie gesagt, wir können im Moment nicht laufen, so wie es aussieht. Vielleicht können wir auch später gar nicht laufen. Aber soweit ich mich erinnern kann, können wir irgendwie sprinten. Oh, dieses Zucken der Grafik. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Ist ja auch clever. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht, zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will.
Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Ghule und Al-Ghule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht! Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Ja, ich brauche das Tutorial auf jeden Fall. Na klar, ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Wenn du fällst, vielleicht. Sprinten, links drücken. Ich darf aber nicht hoch, weil sie mich jetzt hier blockiert. Okay. Achso, mit B. Okay, bei jedem anderen muss man A drücken. Hallo, du darfst gerne ganz hoch gehen. So. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Na komm, lauf. Ich weiß nicht, wohin es geht. Ne, da runter. Hallo? Oh, ja. Hast du Probleme? Soll ich zurückkommen und dir helfen? Hast du Probleme, dass du mich ständig blockierst? Gewonnen. Deine Beine sind länger. Ich werde es dir schon zeigen. Ich muss nur noch wachsen. Ach so, Moment, hier geht's noch weiter. Ich muss da runter, ne? Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Al-Ghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. 2-0 für sie. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet.
Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Warum muss ich gegen jemanden kämpfen, der sich bewegt? Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Dann lass uns die Grundlagen machen. Das ist so viele Jahre schon wieder her. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Zieh das Schwert, Geralt. Wie denn? Kampf, gerüstete Ritter, ätherische Erscheinung, knochenknackende Riesen. Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug der Hexer sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Ach stimmt, da war doch was. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie. Die sogenannten Zeichen sind nicht so mächtig wie die Zauberer von Magiern, können aber rasch mit Gesten einer Hand gewirkt werden. Sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen, mächtige Tränke, Klingenöle und Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. So, wenn mir jetzt noch einer sagt, wie ich mein Schwert ziehen kann... drücke links, um dein Stahlschwert zu ziehen. Okay. Drücke R, um ein Ziel auszuwählen und die Auswahl aufzuheben. Du musst beim Kämpfen nicht unbedingt ein Ziel auswählen, aber es kann, helfen, einen bestimmten Gegner auszuschalten. Okay. Führe einen schnellen... Wo ist ein X? X ist links. Doch. Schlag richtig zu. So stark du kannst. Beim Zuschlagen nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame. Ausweichen. Position, Ciri. Wie weiche ich denn aus? Nein. Ach so. Ich habe jetzt aus Versehen die richtige Taste gedrückt. Mist. Moment. Um einen Hieb auszuweichen, wähle mit L eine Richtung und drücke A. Aber ich weiche die ganze Zeit mit B aus. Ja, ist ja gut. Dann mache ich es jetzt mit A. Halte L2 zum Parieren. Ja, komm. Nicht schlecht. Zeitverschwendung. Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später. Ich habe gehört, der Alte ist beim Unterrichten eingeschlafen. Drücke unmittelbar vor dem Angriff deines Gegners nochmal LT, um einen Gegenangriff zu drücken. Schlag gegen Schlag. Vielleicht zieht ein Sturm auf. Okay, Moment. Also wenn er nicht immer wieder aufhören würde zu schlagen, ja, ist ja gut. Das ist es nämlich. Wenn er nicht immer aufhören würde zu schlagen, dann könnte ich mich hier auch mal in den Kampf einfinden. Na gut. Ich habe jetzt mehrfach gedrückt, aber er hat es anscheinend nicht angenommen. Ich weiß es nicht. Oder das ist der Konter. Ich habe keine Ahnung. Weil er nimmt es irgendwie nicht in dem Moment an. So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Drücke LB, um den Schnellzugriff zu öffnen. Quen ist ja schon ausgewählt. Aktiviere es mit A. Und jetzt? Zeichen wirken mit RT. Hör auf zu prahlen, Geralt. War das Prahlen? Drücke LB, um den den Schnellzugriff nochmal auszuwählen. Warum soll ich den nochmal auswählen? Genug. Hui. Was zum Kuckuck treibst du da? Ja, ich mach das, was du mir sagst. Jetzt machen wir nochmal den... Wähle das Zeichen. Haben wir ja schon ausgewählt. Aktiviere es. Ja, haben wir die ich ganze bin Zeit zu gemacht. Alt für diesen Scheiß. Hör auf zu prahlen, Geralt. Soll ich dich angreifen? Ach so. Das war gar nicht aus. Das sah aus, als ob das ausgewählt war. Ciri. Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Ja, aber soll ich das nicht aktivieren? Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum.
Ciri, Gwen wird manchmal der Hexe. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Von mir aus? Siehst du, ohne das Gwen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Nicht schlecht. Art, Geralt. Na los. Was? Achso, Art. Achso. Geh nah heran. Das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Komm schon. Zeit für Axi. Nein. Fluch, ich hasse dieses Gefühl. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Achso, ich soll nochmal öffnen. Sag das doch. Ich war gerade so schön im Dings drin. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Was machst du jetzt? Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Gwen wird die Explosion dämpfen. Ganz ehrlich, das ist mir jetzt schon wieder zu viel. Begib dich an die Stelle. Moment. Die hier, ne? Halte Ziele auf einen markierten Trainingspfosten. Da hinten sind die Pfosten. Kann ich aber nicht markieren. So viel denn dazu. Nee, du kannst das Ziel nicht angreifen. Hast du genug? Ich muss das doch mit rechts markieren, oder nicht? Okay, also der wirft einfach hin, wohin er will. Okay. Ah, okay. Das Kampftutorial ist jetzt abgeschlossen. Du kannst nach Belieben weiter trainieren. Ja. Gut. Das wäre vielleicht besser. Wir trainieren nach Belieben weiter. Nee, Moment. Falsche Taste. Komm schon. Komm näher. Naja, das mit den Blocken klappt ja nicht so gut, obwohl ich richtig drücke. Es ist noch mal zu spät, sich zu ergeben. Aber er geht auch irgendwie nicht runter. Stecke das Schwert weg. Moment, mit rechts oder... Hallo, darf ich mal das Schwert wegstecken? Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was du... Habe ich gewartet. Und auf dich, Wascherwolf.